Wir haben es nach Arlingshorst geschafft. Wir sind heute Morgen direkt losgefahren von unserem Platz und sind ganz, ganz entspannt losgekommen. Und ich bin jetzt eben schon einmal durch Arlingshorst ein bisschen durchgelaufen und habe mir dann eine kleine Mittagspause erlaubt. Deswegen befinden wir uns gerade bei mir hier im Bus. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen durch Arlingshorst laufen. Etwas, was mir an Arlingshorst so gefällt, ist irgendwie, dass es so ein bisschen wie Lüneburg nur auf Schwedisch ist und ich natürlich ohne die ganzen Studenten. Aber du hast hier wunderschöne Cafés und eine wunderschöne Altstadt und ich fühle mich hier irgendwie sehr, sehr wohl. Auch zum nächsten See ist es nicht weit und man kann hier wunderbar irgendwie den Tag vorbeibringen. Wir haben die Nacht in Arlingshorst verbracht und es war bis jetzt ein Stück weit weg die aufregendste Nacht, weil mitten in der Nacht irgendwelche Jugendliche auf den Parkplatz kamen und da ewig lange laut Musik gehört haben und das war a little bit spooky, aber wir haben die Nacht, wie ihr seht, überlebt. Das hat so gescheppert, mein ganzer Bus hat vibriert, aber naja. Heute der Tag startet sonnig und leider aber auch windig. Wir werden jetzt noch ein bisschen filmen und dann gehen wir noch mal nach Arlingshorst in die Innenstadt und werden dort einmal frühstücken, uns einen leckeren Kaffee holen und dann geht's auch schon weiter. Wir sind angekommen für heute und wo wir sind, das zeige ich euch jetzt. Wir sind nämlich an einem Strand namens Garisana angekommen und der liegt am größten See Schwedens. Und jetzt lassen wir hier langsam den Abend ausklingen. Ich habe mir schon was zu essen gemacht, lag vorhin noch ein bisschen am Strand, aber es war ein bisschen zu windig, um dann doch ins Wasser zu gehen und dieser Ort ist einfach herrlich. Das Wasser ist
ewig, ewig lang flach. Man kann ungefähr bis da hinten zu der Insel, ich zeige euch die mal eben, gefühlt bis zu der Insel da hinten kann man laufen, was quite cool ist. Und ja, ich habe die letzten 2 Tage ein bisschen mit meinen Ängsten zu kämpfen gehabt. Gar nicht bezüglich auf der Reise, sondern die, die ich so mit mir trage. Und versuche da jetzt gerade rauszukommen, um keine Zeit zu verschwenden, ist falsch, aber um auch den Urlaub noch weiterhin schön zu haben. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand das überhaupt irgendwann sich anguckt, dieses Video hier, und bis an diesem Punkt gelandet ist. Ich weiß nicht, auch nicht, in welchem Video und in welchem Vlog das stattfindet, aber ja. Ich kämpfe gegen die ganz gut an, weiß, was mir gut tut, weiß, ich schaffe es aber noch nicht, alles umzusetzen, und versuche irgendwie da das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Habe ich es schon, aber da mich mit weiter auseinanderzusetzen, und ich weiß, wo das alles herkommt, und ich weiß nur noch nicht hundertprozentig, wie ich es abschalten kann. Wir sind mittlerweile zu den Schären rausgefahren, um genau zu sein nach Skærhamn, und werden dort so langsam das Ende der Reise einläuten. Ich sage bewusst ganz langsam, denn wir haben jetzt Sonntag und der Plan ist, Donnerstag, Freitag circa wieder zurück zu sein. Also werden wir uns jetzt nicht weiter mehr nach Norden begeben, sondern immer weiter ein Stück nach unten fahren. Und wir haben einen wunderschönen Platz gefunden. Es ist ein bisschen windig, der Bus wackelt schon ganz schön gut, aber der Ausblick ist es definitiv wert. Kalt? Ja. Ja, ne? Ein bisschen schon, sagst du? Okay. Na gut, ich vertraue dir mal, ne? Wir hatten 2 wunderbare Tage auf den Schären und sind jetzt in Göteborg angekommen. Wir stehen hier auf einem Parkplatz mit ganz, ganz anderen vielen Wohnmobilen und werden jetzt noch ein bisschen Göteborg erkunden, aber nicht mehr allzu lange, weil wir fahren dann heute noch zu unserem Platz weiter, der ein bisschen außerhalb von Göteborg liegt. Da fühle ich mich irgendwie besser mit. Und
packe jetzt meine Sachen zusammen und dann geht's los. Mal gucken, was wir so entdecken. Auf jeden Fall ist jetzt auch der Tag der Abreise gebucht. Wir haben jetzt gerade Dienstag und am Donnerstagabend um 7 circa geht die Fähre von Rodby nach Puttgarden. Dann neigt sich die Reise diesmal, nicht wie in den Scheren gedacht, langsam dem Ende zu und wir holen aber das Beste noch aus der Zeit raus. Zeit nach Hause zu fahren. Ich bin wieder zurück. Ich bin gestern Abend gegen 23 Uhr in Lüneburg wieder angekommen und bin dann direkt ins Bett gegangen und habe nicht mehr die Kamera angeschmissen, sondern habe jetzt gerade ausgeschlafen, mich einmal frisch geduscht und sitze jetzt hier wieder zu Hause. Und es ist das Gefühl, dass, als ich gestern nach Hause kam, war ein bisschen weird. Also ich, am Ende waren es nur 3 Wochen, aber es war so fremd, weil die letzten 3 Wochen mein Bus mein Zuhause war. Und das war so das erste Gefühl, was ich gehabt habe. Ich habe mich aber auch gefreut, wieder zu Hause zu sein. Vor allem habe ich mich auf die Dusche heute Morgen gefreut. Und so richtig weiß ich nicht, wie ich dieses Video beenden soll oder beenden will. Ich bin jetzt schon den zweiten vollen Tag wieder zurück zu Hause in Lüneburg und bin schon sehr wieder in dem, im Alltag so ein bisschen drinne. Tauche so langsam wieder in den Alltag rein. Der Kühlschrank ist befüllt. Die Wäsche ist größtenteils gewaschen. Das Chaos ist besiegt in der Wohnung von der Reise. Ich habe schon die ersten Freunde wieder getroffen und rede hier rum und weiß trotzdem nicht, wie ich dieses Video beenden soll. Vor allem weiß ich selber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wie dieses Video aussehen soll. Es ist ein absolutes Chaos. Ich habe 70 bis 100 GB Filmmaterial auf meinem Laptop, der noch alles durchgeguckt werden will. Und wenn ihr dieses hört oder seht, dann wisst ihr, ich habe es irgendwie geschafft. Am Ende kann ich euch nur sagen, dass ich eine fabelhafte Zeit hatte. Ich sehr, sehr viel über mich gelernt habe und ich will das, was ich, den Struggle, den ich am Anfang von dieser Reise hatte und auch während der ganzen Reise ist, dass ich diese Reise, es sind am Ende nur 3 Wochen, nicht zu hoch japsen, jazzen will. Am Ende habe ich einfach nur 3 Wochen Urlaub in Schweden gemacht und war mit meinem Bus unterwegs, aber es tat mir sehr, sehr gut und ich hatte sehr viel Spaß. Ich bin dankbar für jeden, den ich auf dieser Reise kennenlernen durfte oder mich auch nur kurz einmal mit einem Hallo austauschen durfte. Und am Ende bleibt für mich ein Gefühl, oder vielleicht sind es eher ein Gefühl und ein Wort bleibt für mich. Ich bin A, wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das gemacht habe und dass ich es durchgezogen habe. Und ich spüre für mich im Moment eine große innere Ruhe und darüber bin ich sehr, sehr froh. Und dabei belassen wir es. Ich habe euch lieb. Hallo!